So, und hier gab es ja diese Höhle, wo wir damals krepiert sind. Erst die Patty, dann ich und dann wollen wir jetzt mal ganz kurz gucken. Oh, Erzader. Oh. Und rein da. Und natürlich nochmal rein da. Und 5 Gold sind uns sicher. Zack. Und jetzt bin ich mal gespannt, was sich hier hinter verbirgt. Hallo, Spinne. So sehen wir uns wieder. Ich helfe dir. Super. Da haben wir die Grabspinne und einen Goldkopf haben wir auch erhalten. Den können wir hier in die Fassung machen. Aha. Ach, wie cool. Aber vorher gucke ich natürlich noch, was in der Höhle ist, bevor wir jetzt da runterstiefeln. Ein Pokopilz und wahrscheinlich gleich noch eine zweite Riesenspinne. Oh. Der Pilz blutet ja sogar. Krass. Kommen wir denn hier hin? Das ist doch ein Pokopilz. Nimm den doch einfach. Na also. Wo sind wir denn jetzt hier? Das verstehe ich nicht. Ist das etwa... Das ist jetzt aber kein neues Gebiet. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Das ist so die Verbindung, glaube ich, vom Dingens, vom Inquisitionsfeld bis oben hin zu dem Ding, wo wir rumgelaufen sind. Allerdings gibt es hier auch keine neuen Tierchen, wie es aussieht. So, wurden gleich 2 neue Spielstände erstellt. Sicherer kann man ja gar nicht sein. Gut, dann laufen wir wieder nach oben und dann gucken wir mal, was wir da geöffnet haben mit dem goldenen Ding. Kommst du, Patty? Da bin ich ja mal sehr gespannt, weil eigentlich, wenn man hier auf der Insel das erste Mal ist, kommt man natürlich gegen die Spinne überhaupt nicht an. Das heißt, man muss quasi nochmal zurückkehren. Ach was. Was willst du denn, du Laffel? Gut gemacht. So, darauf knusper ich mir erstmal ein. Den Speer sammle ich auch noch. Wo ist denn der Speer? Scheiß auf den Speer. Kurz das Ungeziefer nochmal wegmachen. Wo ist ein Speer? Scheiß auf den Speer. Speichern. Okay, ein Idol gibt's hier. Und hier kann man das Äffchen durchschicken. Das... Ach, Mist. So, das Äffchen hat man normalerweise ja auch nicht dabei, wenn man hier rumläuft. So, ach, guck mal hier. Die reagieren auch gar nicht, die Ratten, die sind voll eingefroren. Okay, das reicht jetzt aber. Habe ich schon genug Niveau verloren hier im Let's Play. So. Und auf die Tür. Hops. So, plus 22 Ruhm. Hier kriegen wir mehr Ruhm jetzt dazu. Ich weiß gar nicht warum. Ach, das ist der Hebel. Wo kommen wir denn da hin jetzt? Ist ja ein richtiges Gewölbe hier. Das ist ja unfassbar. Also ich krieg den gar nicht zu fassen. Ach doch, scheinbar schon. Mistviecher, sagt sie zu dem. Die ist ja süß. Nein, ich meine, das wollte ich doch gar nicht sagen.
So, die Keule haben wir. Und was kriegen wir denn hier? Jadestein, Jadestein. Noch einen schönen Jadestein. Alter. Ein Teller, Goldbrocken, Idol, Statuette. Gut, dass wir hier gekommen sind. Ich hätte gedacht, das wäre einfach eine komplett leere Höhle. Goldbrocken, Goldbrocken, Goldbrocken. Na, das finde ich jetzt ja schon wieder geil. So wird man richtig belohnt. Das ist richtig gut. Das gefällt mir. Schöne, reiche Ausbeute. Da ist der Pirat natürlich glücklich. So, was passiert eigentlich, wenn wir auf den Altar was drauflegen? So. Ist jetzt irgendwas passiert oder nicht? Ich glaube ja irgendwie noch nicht dran. Nö. Ach schade, ich dachte, da kriegt man jetzt auch irgendwas oder geht jetzt auch noch irgendwas auf. So, die Olle kommt. Nee, passiert gar nichts. Hier war der Wächter. Na gut, dann nehme ich das Ding natürlich wieder mit. Ich dachte, jetzt kann man hier noch irgendwas öffnen oder so, aber leider... Alter Schwede! Komisch, dass das Ding vorher nicht da war. So, ich glaube, das war unsere lustige Exkursion in die Höhle mit der Spinne. Hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich gucke mal, wo düsen wir als nächstes hin. Ich würde sagen, zurück zum Schiff. Zack. Denn sonst gibt es da für uns nichts und wir düsen gleich weiter. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ei, Captain. In Richtung Antigua. Zack. Auf Wiedersehen, schöne Insel der Hoffnung. Und hallo, alte Piratenbraut. Freue mich ja wieder hier zu sein. Und weißt du was, Patty? Abendsonne steht noch, da müssen wir nicht gleich schlafen gehen. Komm mit. Kein Problem. Da können wir nochmal ganz kurz in der Kneipe nachfragen. So, ach, sieht das schön aus mit der Sonne immer. So, wo haben wir denn... Da müssen wir den Kneipenwirt fragen. Das haben wir ja schon mal gemacht. Raus ist die Macht des Meeres. Ich suche einen Druiden namens Eldrick. Ich suche einen Druiden namens Eldrick. Was denn? Du suchst diesen alten Knacker? Du kennst ihn? Kennen? Ich? Solche Idioten will ich nicht kennen. Aber er war hier. Faselte was von geflügelten Unholden, Tempeln und so'n Unsinn. Wir haben ihn alle nur verdutzt angesehen. Da ist er wieder zur Tür raus. Das dürfte dann wohl der Lufttempel sein. Also der Tempel der Lüfte. Geflügelte Unholde? Junge, was weiß ich. Wenn du mich fragst, hat er nicht alle Tassen im Schrank. Leute wie der bleiben nicht lange in der Stadt. Möchte wetten, dass er irgendwo im Inland herumgeistert. Frag doch mal die Jungs da draußen. Vielleicht können die dir weiterhelfen. Welche Jungs denn? Die Jungs da draußen? Ja, am besten du fragst Bill. Der steht Tag und Nacht am Nordeingang der Stadt. Er kriegt eine Menge mit. Vielleicht hat er deinen kauzigen Freund gesehen. Die Hauptsache ist, du schleppst mir den Kerl nicht wieder in meine Taverne. Gut, frage ich Bill. Ach, warte mal, handeln können wir ja auch nochmal. Sag mir, was du anzubieten hast. Nehmen wir alles mit, zack. Das nehmen wir auch mit. Proviant nehmen wir auch mit. Weißt du was? Bloody Mary, gib mal her das Gesöff. Zack, verkaufen können wir später. Wir haben ja noch genug Gold. Müssen es ja nicht übertreiben. So, dann gehen wir mal zu Bill. Hey, Scarlett. Kannst du mir was beibringen? Ich könnte dir zeigen, wie du Leute um den Finger wickelst. Okay, bei der haben wir schon alles gelernt, glaube ich.
So, der Bill müsste doch hier irgendwo stehen, ne? Ist das der richtige Weg? Da steht er. Hey, Bill! Ich bin's, dein alter Freund! Ich suche einen Druiden. Du suchst Eldrick? Ja, richtig. Du hast ihn gesehen? Er kam hier vorbei. Ich habe ihn vor den Gefahren des Inlands gewarnt, aber er wollte nicht hören. Das ist jetzt aber schon einige Tage her. Wo wollte er genau hin? Ich habe ihn beobachtet. Er ging zum Bach, der durch Antigua fließt. Dann ging er Richtung Westen. Wenn du dem Bach folgst, wirst du ihn vielleicht finden. Danke. Das war mir eine große Hilfe. Tatsächlich? Pass lieber auf, dass dich nicht bald jemand suchen muss. Ja, ist doch egal. Den kriegen wir schon. Auch wenn es jetzt dunkel ist, naja. Oder wollen wir lieber aufs Schiff und schlafen gehen? Ich glaube ja, ne? Was sind das für komische Spuren hier aus Steinen? Pass auf, wir hauen uns vorher nochmal ganz kurz auf die Matratze. Dann sieht man einfach mehr. Tagsüber spielen macht einfach mehr Spaß. Wir müssen ja nicht nachts über die Insel laufen, durch den dunklen Dschungel. Hoffentlich haben wir gutes Wetter. Jawohl, die Sonne lacht. Ein schöner Tag. Das ist so, wie ich es mag. Hey, Chani. Ich dachte, vielleicht kann man mit den anderen auch noch ein bisschen reden, aber leider. Komm mit. Gut. So. Dann wollen wir mal. Wir sind ja noch nicht allzu weit gekommen. Das lässt sich ja noch entschuldigen. Und mit ein bisschen Perpedis können wir hier auch genug Kette geben, um schnell wieder zu Bill zu kommen. Voraussetzung ist nur, dass Patty hinterher kommt. Früher war alles besser. Ja. Früher war alles aus Holz. Auch Computerspiele waren noch aus Holz. So, Patty, bist du noch da? Jawohl. Hallo, Halsabschneider Bill. Ach so, dich kennen wir ja schon. Da müssen wir nicht nochmal quatschen. Jetzt ist die Frage, der soll ja irgendwo im Inland sein. Aber wo genau, weiß man natürlich nicht. Wäre auch mal zu schön, um wahr zu sein. Es sei denn natürlich, wir können ihn auf der Karte markieren, was ich aber noch nicht glaube. Gab es hier eigentlich eine Kiste, die wir nicht knacken konnten? Weiß ich gar nicht mehr. Da ist eine Kiste. Die ist leer. Die Antwort ist also nein. So, pass mal auf. Was haben wir denn? Die Sturminsel. Ein alter Freund. Das ist das Ding. Aber wo der jetzt ist, wissen wir nicht. Ich habe aus Faranga einen Satz alter Piratenklamotten mitgebracht, aber solange ich zur Inquisition gehöre, kann ich sie wohl nicht tragen. Vielleicht werde ich ja doch nochmal Pirat. Ach ja. Ach Mensch. Müssen wir vielleicht doch nochmal zurück nach Caldera. So, da soll der sein. Das hier müsste... Ach, das ist Patty, Auftraggeber. Patty ist ja gerade bei uns, dann laufen wir da so außen rum. Okay. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, wir kriegen das hin, hier so außen rum zu laufen, weil hier die Wege nicht unbedingt deutlich erkennbar sind. Müsste mal langsam eine Autobahn durch den Dschungel legen, damit wir uns hier zurechtfinden. Ist ein Patty schon wieder, sag mal. Ach, du bist eine alte Seegurke. Wo treibst du dich denn rum? So, ich gucke jetzt mal nebenbei auf die Map. Jawohl, da sind wir genau richtig. So, ich hoffe, Schnucki kommt mit. Jo. Was ist das denn? Was bist du denn? Ein Gargoyle. Aha, das ist ja die epischste Szene überhaupt. Was macht denn ein Gargoyle? Was alles in der Welt war das? Ein neuer Feind. So viel ist schon mal klar. Ich hoffe, Eldrick kann uns das erklären. Widerlich. Eldrick ging also den Bach entlang. Dann kann es ja nicht so schwierig sein, ihn zu finden. Jaha. Ein Gargoyle? Really? Eine Axt vom Gargoyle erhalten?
Na, da bin ich mal gespannt. Das dürfte ja lustig werden. Da ist er ja, unser alter Freund. Hallo, Eldrick. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich tatsächlich ein bisschen. Hey, Eldrick. Was machst du denn hier? Wir? Moment. Das ist doch nicht möglich. Bist du es wirklich? Ja, wer soll ich denn sonst sein? Ja, ich bin es. Ist schon ein paar Tage her, was? Ich und die Menschen von Faranga haben dir eine Menge zu verdanken. Dank deines Mutes konnten wir den Feuertitanen wieder in seinen Käfig sperren und das Schlimmste verhindern. Das stimmt. Ach Mensch, Risen 1, hat so viel Spaß gemacht. Mag sein, und was ist am Ende übrig geblieben? Ohne dich wäre ich nicht weit gekommen. Ohne mich geht mal wieder alles den Bach runter. Aber ich muss ja sagen, das ist leider schade, dass es nicht gereicht hat, was wir damals getan haben. Mag sein, aber was ist am Ende übrig geblieben? Wir sind noch übrig, mein Freund. Und viele andere auch. Bei allen guten Geistern bin ich froh, dich hier zu treffen. Vor allen Dingen, weil es ja auch so ein Zufall ist. Also mal ganz ehrlich. Was zum Geier machst du hier eigentlich? Mein Forscherdrang und Sorge um die Menschheit hat mich hierher geführt. Es gibt da ein Wesen von uralter Macht. Es sieht fast so aus, als wolle es die Kontrolle über die ganze Welt an sich reißen. Du redest von Mara. Du weißt davon? Natürlich weißt du es. Sonst wärst du ja nicht hier, nicht wahr? Ist das Mara Zuckerberg oder was? Das erklärt aber immer noch nicht deine Anwesenheit hier. Mara hat etwas in Gang gesetzt, das niemand mehr aufhalten kann. Sie hat den Sturm und die Heere der Lüfte auf ihre Seite gebracht, mein Freund. Die Auswirkungen ihrer Gräueltaten sind selbst hier auf Antigua zu spüren. Mara hat sich also wir hatten den Erdtitan, den Feuertitan hatten wir schon, den Erdtitan haben wir nebenbei mitgenommen. Und jetzt gibt's auch noch den Lufttitan wahrscheinlich, ne? Das wird ja spannend. Was hat sie getan? Mara hat alle ihre Trümpfe ausgespielt. Selbst die Herren der Lüfte vermochten es nicht, sich von ihren Tentakeln zu befreien. Die Gargoyles wurden zu Boden gezwungen und verrichten nun Maras Werk. Das klingt aber ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, wenn wir mal ehrlich sein wollen. Naja, gut, was soll's. Da denken wir nicht drüber nach, fragen wir einfach. Gargoyles, was sind das für Viecher? Wo kommen sie her? In den alten Schriften der Magier ist von einem alten Himmelsvolk die Rede, die einst so mächtig waren wie die Echsenmenschen von Faranga. Ihr Reich war unermesslich und ihre Festungen unerreichbar für die Menschen. Jedoch als das Zeitalter der Zerstörung begann, zogen sie sich in ihre Gewölbe aus Stein zurück, hoch oben in den Gipfeln der höchsten Berge. Viele Jahre hat niemand mehr ihre Zeichen am Himmel zu Gesicht bekommen. Bis heute. Naja, dann hinterfragen wir das Ganze mal. Irgendwas wird's da bestimmt Plausibles geben. Wie hat Mara das geschafft? Gargoyles sind magische Wesen. Sie beziehen ihre Kraft aus den Quellen ihres heiligen Berges. Auf dem Gipfel des Berges steht ein Tempel. Die alten Schriften sprechen von dem Lufttempel. Ein mächtiges Unheil ist dort vorgefallen, dass es die Gargoyles über die Meere treibt. Alles deutet darauf hin, dass Maras Machenschaften dafür verantwortlich sind. Verstehe. Und dieser heilige Berg mit Tempel drauf steht wo? Das ist das große Rätsel. Es heißt, der Lufttempel sei eines Tages einfach verschwunden. Okay, also wenn Mara die Kontrolle über die Gargoyles hat, warum sollte ich dann zum Lufttempel und da alles richten, um den Gargoyles zu helfen, wenn es doch viel einfacher wäre, direkt zu Mara zu fahren und die auf die Fresse zu hauen, weil sie dann noch sowieso die Kontrolle über die Gargoyles verliert. Das wären noch zwei Fliegen mit einer Klappe, aber gut. Ist ja auch egal. Ein verschwundener ganzer Tempel. Erinnert mich auch so ein bisschen an Avatar, ne? Die Legende von Aang. Oder wie das da hieß. Die Gargoyles. Macht Sinn? Dann ist das erstmal das... Verschwunden? Ein ganzer Tempel? Ach komm. Nun, etwas seltsam ist es schon. Ich habe noch lange nicht alle Zusammenhänge verstanden. Ich muss diesen Lufttempel finden und mehr darüber in Erfahrung bringen. Tja, was aber viel wichtiger ist... Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen?
Nachdem die Magie von der Inquisition verbannt wurde, haben die Magier ihre Vormachtstellung verloren. Ich als Druide hatte zwar nie viel mit ihnen zu tun, jedoch war es eine Qual zu sehen, wie viele von ihnen ihre Gemeinschaft aufgaben und sich in alle Winde zerstreuten. In dieser Zeit war ich sehr häufig in ihren Bibliotheken und habe meine Forschungen vorangetrieben. Vor allen Dingen, was ich nicht verstehe, die Inquisition bestand doch in Risen 1 zum größten Teil, wenn ich mich entsinne, aus Rekruten, die einerseits natürlich Stockkampf machen, aber auch aus Magiern. Oder irre ich mich da gerade? Weil die Magier waren doch immer so ein bisschen inquisitionsangehaucht und die Kämpfer sind ja dann zu den Banditen gegangen meistens. So habe ich das noch irgendwie in Erinnerung, kann mich aber täuschen. Aber egal, wir wollen ja nicht ablenken, wir wollen uns den Gargoyles widmen. Das ist ja schön. Aber was machen wir jetzt? Sollen die Gargoyles die Welt verwüsten, während du deine Forschungen weiterverfolgst? Natürlich nicht. Die Gargoyles müssen bekämpft werden. Jedoch dürfen wir uns nicht blind in die Schlacht stürzen, mein Freund. Je mehr wir über die Situation herausfinden, umso eher wird es uns gelingen, das Übel abzuwenden. Okay, was wollen die Biester hier? Wo haben sie sich noch eingenistet, außer hier auf Antigor? Wie viele Gargoyles haben sich hier versteckt? Wichtigste Frage. Was wollen die Biester hier? Sie kamen hierher, um sich zu vermehren. Sie sind gerade dabei, ihre Eier zu legen. Du musst die Gargoyles vernichten, bevor sie sich weiter ausbreiten. Und ihre Eier gleich mit? Nein, ihre Eier bring zu mir. Natürlich, du kranker alter Bastard. Wozu? Wir werden sie noch brauchen. Als Verpflegung? Nein, im Ernst, ich wittere da eine große Gelegenheit. Wenn ich meinem Instinkt trauen darf, werden sie uns noch von großem Nutzen sein. Wir können die also selber aufziehen und dann haben wir ganz viele liebe Gargoyles. Wie viele Eier mögen das sein? Bei der Größe dieses Schwarms würde ich schätzen, dass es nicht mehr als 5 sind. Ach, das geht ja noch. Wie viele Gargoyles haben sich hier versteckt? Es sind 3 Nester, so wie ich das einschätze. 2 sollten auf der anderen Seite des Baches im Norden sein. Ein weiteres vermute ich von hier aus Richtung Süden. Es sind Flugwesen. Sie bevorzugen felsige oder hochgelegene Gebiete. Ach ja, ein Exemplar habe ich bachaufwärts gesehen. Okay, bachaufwärts, das kriegen wir alles hin. Aber auch eine wichtige Frage, weil wir müssen noch ein bisschen rumreisen. Wo haben Sie sich noch eingenistet, außer hier auf Antigua? Schwer zu sagen. Ich muss den Lufttempel finden und ihn studieren. Erst dann kann ich dir mehr über ihre Pläne und Angriffsziele sagen. Naja, dann Glück auf. Hoffentlich erwische ich alle Biester, die hier herumkreuchen. Das hoffe ich auch. Denn wenn du es nicht schaffst, haben wir hier auf Antigua in ein paar Wochen wieder dasselbe Problem. Es müssen etwa 12 ausgewachsene Exemplare sein, die ich ausmachen konnte. Also, gute Jagd. Na dann. Warum sollst du die Viecher jagen? Warum hilft er nicht mit? Eldrick forscht, wir kämpfen. Das nennt man Arbeitsteilung. Ha, ich nenne das Schweinerei. Ja, du machst doch sonst auch nicht viel, Mädchen. Okay, wir müssen also 12 Gargoyles finden. Da bin ich mal sehr gespannt, wie wir das hinkriegen wollen. Und dazu müssen wir die gesamte Insel absuchen. Natürlich, wie soll es auch anders sein? Da ist ja schon der Erste. Was macht denn der? Die können Feuer spucken. Ich bin bei